Tja, da liegt sie nun auf dem Tisch, die Kombi 1500 Watt stark mit 30 Ampere Ladestrom. Ich finde die Kombi richtig phänomenal, weil von der Baugröße her ist die richtig cool, kriegt man die wirklich überall rein, ist sehr leicht zu verbauen, muss man wirklich sagen, ist eine Wahnsinnsqualität, auch wieder vom Gehäuse her. Hier die ganzen Kühlrippen. Ich habe die jetzt mal laufen lassen. Ich bin hier gerade am Testen. Ihr seht, ich habe hier eine Batterie angeschlossen. Ich lasse hier mal ein bisschen mitlaufen. Die Kombi ist jetzt an. Und ich habe die mal rausprovoziert auf 1750 Ampere Dauer. Also Dauer, ich habe sie laufen lassen für 15 Minuten auf 1750 Watt. Und die hat nicht abgeschalten, sondern ich habe abgeschalten, weil wer braucht es? Also wenn ich für 1500er Kombi mich entscheide, dann lasse ich die ja nicht 2 Stunden laufen. Also das ist ja Quatsch. Aber in der Regel, selbst das könnte sie. Und sie wird nicht einmal groß warm. Das ist der Hammer. Also sie hat hier tolle Gebläse drin. Also die Kühlung von der Kombi ist schon echt klasse und richtig, richtig cool. So, jetzt machen wir mal den ultimativen Test und schalten das Ding ein und gucken, wie die Werte liegen. Ich nehme das Ganze hier mit meinem Handy auf. Ich bin jetzt auf meiner Batterie draufgeschalten und ich lasse euch teilhaben, was jetzt hier passiert. Wir schalten jetzt mal den ersten Föhn ein. Mal gucken, ob es von der Geräuschkulisse geht. Gleichzeitig starte ich jetzt mal hier die Aufnahme. Das blende ich euch mit ein. Jawohl, damit ihr seht, um was es hier eigentlich geht. Jetzt momentan zieht er 1088 Watt mit 83 Ampere. Ist okay. So, hier haben wir jetzt den zweiten Föhn. Tralala. Und wir hängen nicht am Netzstrom. Ne? Also der Netzstrom ist weg. Wir hängen nicht am Netzstrom. Und jetzt geben wir hier mal Gas und schalten den zweiten Föhn dazu. Jetzt sind wir schon bei 990 Ampere und jetzt drehen wir mal langsam hoch. Hier kann ich nämlich den Föhn in die Leistung nach oben, indem ich einfach mehr Wärme dazu gebe. Und das machen wir jetzt einfach mal. Drehen wir mal sukzessive hoch, dann sieht man, wie hier die Leistung nach oben geht. 1100, drehen wir nur ein wenig hoch, sind wir bei 1200 Watt. So, jetzt gehen wir mal einen Zacken weiter. Jetzt sind wir bei 1400 Watt, 1440 Watt, 1600 Watt. Sie läuft immer noch, ist angegeben mit 1500 Watt und läuft aber immer noch mit 1600. Jetzt müssen wir mal langsam weiter drehen. 1650, 1700, jawohl. Tausendsiebenhundertdreiunddreißig, tausendsiebenhundertfünfzig, tausendsiebenhundertsiebzig, tausendsiebenhundertsechzig. So, das legen wir jetzt hier ab und das lassen wir jetzt hier einfach laufen. Und das ist echt heftig. Also für Kombi mit 1500 Watt in der Baugröße, in der Bauform. Wir ziehen jetzt aus diesem 100 Ampere Stunden Akku 139 Ampere mit 1770 Watt. Und ihr seht, es schaltet nichts ab. Also ich finde es richtig geil. Hätte ich so nie erwartet und war für mich echt eine komplett neue Erfahrung, weil die Kombi ist schon echt wieder mal seinesgleichen, also ist schon echt der Hammer. Und ich könnte jetzt hier nur eine halbe Stunde mit euch reden und die wird weiterhin nicht abschalten. Die Geräuschkulisse ist zwar ein bisschen nervig,
weil ich natürlich nur die Föhns habe. Aber mit 1770, 1760, schwankt immer ein bisschen, 1780 Watt, ist das echt eine phänomenale Leistung, die Kombi. Und hier kommt es nicht mal handwarm. Also das ist Kindergarten, das ist sowas von Kinderpalle. Also das ist echter Wahnsinn. Also ich finde, das ist schon richtig geil gemacht. Vor allen Dingen, dass die so weit über ihre Leistungsangabe geht, finde ich auch sehr interessant. Jetzt haben wir bei der Batterie schon 91%. Wir hatten 100. Klar, geht natürlich schnell bei 100 Amperestunden. Da zieht es das Ganze natürlich ratzfatz zusammen. Also, ihr seht immer noch 1700. Ich schalte jetzt wieder den Föhn ab. Ist vorhin auch länger gelaufen, aber bei dem Video dann hört er mir wieder besser. So, jetzt haben wir wieder die Standardwerte, jetzt haben wir ihren Standardverbrauch, jetzt zieht er wieder 1,8, 1,5, 1,6 Ampere und das ist schon richtig krass. Also ich finde, das ist schon eine tolle Sache. Jetzt docken wir mal den Landstrom an. So, jetzt ist der Landstrom dran. Ihr seht, ich habe im Prinzip hier Landstrom simuliert, 230 Volt. Liegen auf der Kombi an. Sie lädt jetzt, ich blende es wieder ein, aktuell mit 25,6 Ampere, wo sie in die Batterie reinbringt. Tolle Geschichte, weil das ist halt eine kleine Kombi, reicht aber vollkommen aus. Also bis 250 Amperestunden Batteriekapazität kann man mit diesem Ladegerät ohne Probleme hantieren. Also das funktioniert tadellos. Aber was mir aufgefallen ist bei der Kombi, ihr kennt ja alle Netzvorrangschaltungen. Und jetzt stelle ich mir mal kurz auf die andere Seite. Hier haben wir ja eine integrierte Netzvorrangschaltung. Das heißt, ich könnte jetzt ohne Probleme einen Föhn dazu einschalten. Und jetzt kommt eigentlich der Hammer. Und ich bin jetzt gleich mucksmäuschenstill und dann muss den Föhn noch mal ein bisschen rüberholen. Und jetzt müsst ihr hier wirklich mal gucken, welche Unterbrechungszeit der hat, wenn ich hier jetzt die 230 Volt rausziehe und er braucht quasi intern die Relais schalten, um, so interessant ist jetzt wirklich, wie dann intern die Relais schalten, in welcher Geschwindigkeit, was mir nämlich echt aufgefallen ist, und ihr seht es ja hier dann an meinem Computer, am Batteriecomputer, wenn wir da reinschauen, wie sich das verhält. Ich ziehe jetzt meinen Stecker und bin einfach nur ruhig dabei, weil es geht nahtlos über. Ruckzuck, minus 83 Ampere, jetzt steckt man wieder an. Der Föhn macht nicht mal im minimalsten Zucker. Man hört in der Kombi nur ein ganz leichtes Klick und das war's schon. Der Föhn hat keinen Aussetzer. Das ist also echt krass. Zack. Zack. Also auch das spricht schon für eine sehr hohe Qualität von dem Wechselrichter oder beziehungsweise von der Kombi, weil diese Bauteile innen drin so schnell schalten in solchen Millisekunden, dass das halt schon richtig krass ist. Also, und die Lüfter machen ihr echt einen geilen Job. Die kühlen das Ding sofort wieder runter. Er ist auch gar nicht warm, also er ist auch gar nicht groß heiß. Das ist ratzfatz erledigt. Er bläst immer noch mit 25 Ampere den Akku jetzt wieder voll. Also das finde ich richtig heftig. Schön gleichmäßig. Also phänomenal. So, hier sehen wir jetzt auch mal das Display.
Auch das finde ich richtig cool. Also bitte nicht wundern, das sieht im Original besser aus. Hier haben wir noch die Folie drumherum. Drum schaut es am Rand so ein bisschen ausgefranst ein, was natürlich nagelneu ist. Und drum, die Folie muss natürlich dann abgezogen werden. Hier sehen wir unseren Voltwert. Also hier kann man dann durchschalten. Hier sehen wir dann letztlich der Strom, der fließt. Das sind die 0,2 Ampere. Das ist der Eigenstromverbrauch. Dann haben wir hier die Spannung, die anlegt. 231 Volt exakt. Auch das finde ich richtig klasse. Dann haben wir hier die Watt, die dann durchgehen. Das kann man hier richtig schön durchseppen. Und zu guter Letzt hätten wir dann, wenn er im Betrieb ist, die Restlaufzeit, was er noch laufen würde, wenn denn die Kapazität so dran bleibt, wie sie denn ist. Auch das Display als solches, echt schick. Also finde ich, kann man schön einbauen, schaut schön aus. Das da geht noch ganz rein, also das ist dann bündig, weil das wird hier noch festgeschraubt. Also auch das schaut richtig klasse aus. Also alles in allem von der Qualität, muss ich wirklich sagen, ist richtig schön. Und jetzt kommt dann noch ein Highlight und oder beziehungsweise eine tolle Geschichte, wo ich total begeistert bin. Und das zeige ich euch gleich. Ihr kennt ja alle mein FI-Tester, den ich immer wieder verwende, um zu testen, ob im Fahrzeug der FI rausfliegt bei Auslösung. Ich bin verpflichtet, das Ganze zu dokumentieren. Wir schreiben das dann auch im Prüfprotokoll rein von dem jeweiligen Fahrzeug, was auch der Kunde natürlich ausgehändigt bekommt als Kopie, wo dann drin steht: FI, Landstrom, löst aus bei, keine Ahnung, 20, 21 mA, je nachdem. Wenn wir denn einen kaputten erwischen, dann informieren wir den Kunden, tauschen den gleich aus und somit haben wir gleich wieder Schadensbegrenzung gemacht. Gleichzeitig, wenn man aber eine Kombi, einen Wechselrichter einbaut oder eine Kombi einbaut, haben wir natürlich die Verpflichtung, einen FI zu verbauen, wenn der Landstrom bzw. Quatsch, wenn der Wechselrichterstrom auf alle vorhandenen Steckdosen verteilt wird. Ja, und da wir ausschließlich so arbeiten, verbauen wir immer einen FI dazu. Das wiederum hat zur Folge, dass natürlich bautechnisch oft Platzprobleme entstehen, weil im vorhandenen kleinen Schaltkästchen, wo da drin ist, oft kein Platz ist für einen zweiten FI. Oft ist es zu eng, die Kabel müssen neu gezogen werden und. Oft sind ja die FIs und die 230 Volt Verteilung ganz woanders, wo letztlich auch wiederum der Wechselrichter sitzt oder die Kombi sitzt. Und das alles ist natürlich Zusatzarbeit und erschwert das Ganze, nicht erschwert, aber macht es halt ein bisschen unnötig teurer, klar, weil braucht ja auch wesentlich länger Zeit, der FI muss bezahlt werden und natürlich die Arbeitszeit, das Kästle zu setzen, ein FI zu setzen, einzufließen lassen in die ganze Stromsteuerung, und das ist halt alles ein bisschen aufwendig. So, hier haben wir jetzt ein Kombi, wo wir genau dieses Problem nicht mehr haben. Warum haben wir das nicht mehr? Weil hier in der Kombi der Fehlerschutzschalter einfach schlichtweg integriert ist. In der vorhandenen Kombi ist der Fehlerschutzschalter schon mit drin. Und das hat den ganz entscheidenden Vorteil, ich spare mir viel, viel Arbeit. Und wie das aussieht und wann der auslöst, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt sind wir hier mit unserem FI-Tester und den stecken wir jetzt in diese Steckdose, weil das ist ja nichts anderes wie direkt. Normalerweise geht hier die Ausspeisung los und somit stecken wir den hier jetzt einfach mal richtig fest dran. Voilà. So, wunderbar. Das heißt, das Feld ist schon in Rot. Das heißt definitiv, ein Schutz ist vorhanden. Und jetzt können wir das Ganze mal ausprobieren, indem wir einfach hier auf die Test-Taste drücken, was dann passiert. Wenn wir hier nämlich drauf drücken, zack, sehen wir, wie die Uhr hochzählt, also sprich die Milliampere, blapp, 21 Milliampere, hier kommt Error 6 und Error 6 heißt auch in der Bedienungsanleitung, ich mache jetzt bloß mal schnell aus, bapp, weil das Piepsen ist ja schon echt laut, das Error 6 heißt in der Bedienungsanleitung RCD ausgelöst. Verkabelung kontrollieren. Natürlich, weil der löst ja nicht umsonst aus. Das heißt, es ist ein kaputtes Gerät oder.
Jedenfalls ist das eine unheimliche Erleichterung für uns in der Werkstatt, weil ich muss keine separate FI-Lösung mehr machen. Ich kann jetzt direkt von hier raus, ohne durch den FI durchzugehen, ohne ein extra FI-Kästchen, FI zu setzen oder durchzuschleifen, direkt in die 230-Volt-Verteilung zu gehen. Und das ist schon geil. Und der hat ja auch noch die Netzvorrangschaltung integriert. Das macht schon Sinn. Also da spart man richtig Zeit. Und es ist von der Montage her halt einfach wesentlich besser. Bitte nicht wundern, hier haben wir noch die Kappen, die natürlich dann hier drüber kann. Ist ja hier nur ein Testvideo. Ich wollte euch die Kombi nicht vorenthalten, weil ich habe die hier von der Familie Tönzhoff, sprich vom Götz, zugeschickt bekommen. Ich habe die auch bestellt, weil ich schon ganz scharf war auf das Ding, weil wir ganz, ganz viele Menschen haben, die halt einfach ja statt einer 2000er oder 3000er eine Zwischengröße suchen. Und das ist so für mich die eierlegende Wollmilchsau. Als Kombi gleichzeitig ersetze ich das Ladegerät, habe eine vorprogrammierte Lithium-Kennlinie. Auch das ist wieder wichtig, damit wir entsprechend arbeiten können, um dann ja den Akku einfach sauber zu laden. Das ist einfach ganz wichtig. Apropos den Akku sauber zu laden. Wichtig ist, dass man das einfach wirklich beherzigt. Man hat immer wieder Kundenfahrzeuge da, wo das nicht richtig funktioniert, weil einfach kein richtiges Ladegerät vorhanden ist. So eine Infrastruktur von einer Lithium-Generation gehört einfach ein richtiges Ladegerät mit dabei. Ich habe immer gesagt, wenn man einen 100er verbaut, dann kann man auch sagen, okay, 100 Ampere-Stunden Akku und man hat eine Solarplatte am Dach, dann kann das schon funktionieren. Sagen viel, ja, es funktioniert ja auch immer irgendwie, das ist schon richtig. Der Akku wird ja voll, bloß es passiert halt Folgendes. Es kann halt dadurch immer passieren, wenn kein geregeltes, kontrolliertes Laden da ist. Das heißt, fehlender Ladebooster, fehlendes Ladegerät, immer in der Voraussetzung, Sie können die Lithium-Kennlinien, haben wir halt einfach Fakt immer wieder die Schwierigkeit, dass die Akkus ganz leicht in die Überspannungsphase gehen. Und das ist halt nicht wirklich immer so gesund. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man nur mit dem Schaut-EBL rummacht, der halt wirklich nichts kann, habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, die rauchen halt richtig ab. Also wenn ich da 300, 400 Amperestunden Lithium drin habe, die richtig Energie wollen und ziehen, das kann so ein EBL nicht, das geht nicht. Das ist unmöglich. Wenn ich aber hier zum Beispiel 200 Amperestunden habe und ich möchte eine kleine Kombi haben mit 1500 Watt für meine E-Bikes laden, für mal kurz so einen Reiseföhn anschmeißen und mal in meiner Kapselmaschine mit 1200 Watt da so einen Espresso zu ziehen, dann ist das genau die richtige Wahl, weil mit der kann ich jetzt genau dieses gewährleisten. Hab das Ladegerät, hab die richtige Ladekennlinie, die ist vorprogrammiert auf Lithium. Und die Infrastruktur passt, habt den FI und alles integriert. Und das ist halt schon eine tolle Sache. Und da muss ich sagen, kann jemand schimpfen, wie er will, weil ich kürzlich wieder unter meinen Kanal, was für Kommentar war das wieder, ich spaß mir jetzt einfach, aber ich wäre ein WCS-Werbekanal. Ja, wir sind WCS Premium Partner. Ja, wir mögen die WCS Geräte, weil die eine außerordentliche Qualität hat. Und dazu möchte ich euch in einem nächsten Video mal eine kleine Story erzählen, was ich über andere Gerätschaften, und da nenne ich dann aber auch bewusst den Namen. Ich muss jetzt bloß warten, bis das dann letztlich gar abgewickelt ist, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, ein Kunden, der stinksauer ist, zu Recht, zu 100% zu Recht, und wieder mal einschicken. Und bevor man einschickt, wird er strumm diskutiert, wird rumgemacht und dann wird er doch eingeschickt und dann wird doch festgestellt, dass er kaputt ist. Und dann nach endlich mehreren Wochen kommt dann endlich das Ersatzgerät. Und da muss ich wirklich sagen, Leute,
das ist totaler Bullshit. Ich habe darauf echt keinen Bock mehr. Und das ist genau der Punkt, weil ich habe dann verärgerte Kunden. Ich kann keinen Service bieten, kann ich alles nicht, weil ich immer abhängig bin von diesen verkapselten Herstellern, die genau so reagieren. Und mit dem Götz, mit den WCS-Produkten, habe ich einen Partner, wo ich mich nur glücklich schätzen kann, weil ich meinen Kunden einen Service bieten kann, den ich sonst nicht bieten kann. Es geht einfach nicht. Und da kommt mir dann immer wieder jemand, ja, aber dieses blaue Zeug, das ist genauso. Nein, ist es nicht von der Serviceleistung. Ich rede jetzt nicht von der Qualität der Geräte, aber von der Serviceleistung, weil da muss ich auch eins schicken. Da kriege ich nicht sofort 1:1 getauscht. Hier kommst du hierher, wenn irgendwas an diesen Geräten nicht passt, ob das Akku ist, ob das hier die Kombi ist, ob das ein Booster ist. Erstens sind die Ausfallquoten so erdenklich gering, das ist der Wahnsinn. Und zweitens, wenn was ausfällt, herkommen, es wird am selben Tag ausgetauscht und es wird sich darum gekümmert. Und dann sofort weiterfahren. Es muss kein Urlaubsabbruch stattfinden, es muss keine Verzögerung stattfinden, es muss kein wochenlanges Warten auf irgendein Akku oder Wechselrichter oder Ladebooster stattfinden. Oder es muss auch kein Solarverzicht stattfinden, weil ich den Solarregler einschicken habe müssen. Alles schon erlebt, alles schon selber gehabt und auch mit den blauen Geräten, wo immer wieder schwierig ist. Und das ist was, was ich hier so unheimlich schätze. Und das ist ja eigentlich nur das, was euch zugute kommt, weil ich hier einfach wirklich diesen 1:1 Austausch habe bei defekten Geräten. 5 Jahre Garantie. Und wo 5 Jahre Garantie draufstehen, ist auch 5 Jahre drin. Nicht wie bei manch anderen, wo 5 Jahre draufsteht und dann letztlich kriegt man doch bloß 1 oder 2, weil Bedingungen und. Ganz großes Thema. Ich bin jedenfalls hellauf begeistert von dem Gerät. Also ich muss sagen, habe sowas schon lange nicht mehr auf dem Tisch gehabt. Fass mal kurz zusammen. 1750 Watt Leistung. Wahnsinn, wo die 1500 Watt Kombi macht. 30 Ampere Ladestrom, wo in die Lithiumbatterie geht. Also auch das ist eine tolle Geschichte mit integrierten FI. Lithium-Kennlinie vorinstalliert oder vorprogrammiert. Viele, viele Vorteile. Tolles Display zum Installieren. Einfache Handhabung. 5-Jahres-Garantie. Leute, ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich bin begeistert. Ich werde diese Kombi megamäßig empfehlen, weil das einfach eine grundehrliche Geschichte ist und das ist eigentlich, auf was es immer ankommt, dass man hinter dem, was man tut und hinter dem Gerät, was man tut, mit ruhigem Gewissen auch dahinter stehen kann. Und das ist hier einfach der Fall.